Nur darum geht's. Nur darum geht's. Und diese Leute stellen sich am 22. zur Wahl und Menschen wie Sie denken ernsthaft darüber nach, ob sie dahin gehen. Was ist mit Ihnen eigentlich los? Dass Sie ernsthaft darüber nachdenken, das geringere Übel zu wählen. Welche Partei das immer sein soll. Egal, welche Partei Sie wählen, die vielleicht weniger Stimmen hat, auf dem Weg nach oben wird sie korrupt. Verstehen Sie das nicht? Warum? Weil Menschen mit Macht nicht umgehen können. Ich weiß nicht, was aus mir werden würde, wenn ich diesen Job hätte. Ich rate Ihnen, geben Sie mir ihn nicht. Ja, geben Sie ihn mir nicht. Behalten Sie den Job. Entscheiden Sie für sich selber, was passiert und versuchen Sie nicht, über Ihre Familie zu herrschen, sondern mit denen ein soziales System aufzubauen, wenn das nicht schon der Fall ist. Was ist denn daran so schwer zu verstehen? Ist das kompliziert? Was ist das geringere Übel? Man kann ja trotzdem dahin gehen. Da möchte ich Ihnen mal zwei, drei Beispiele nennen, ja, um mal, Ihnen mal klarzumachen, was viele von Ihnen noch denken. Ich glaube, es ist gerade wieder internationale Automobilausstellung, oder? Ist doch so, Jürgen, ne? IAA. Wenn Sie auf die IAA gehen, und ich habe das getestet, und ich möchte die Umwelt schützen, dann gehe ich dorthin und ich werde gehen mit einem kleineren Auto. Ein kleinerer Motor, 3 Liter, vielleicht auch mit Strom, dann noch Range Extender. Aber es wird ein Auto sein, ist das richtig? Aber ich bin mit einem Fahrrad gekommen. Ist das nicht viel umweltfreundlicher? Nein, nicht für die Autoindustrie. Und wenn Sie die Umwelt schützen wollen, kaufen Sie gefälligst ein Auto. Sonst sind Sie gegen die Umwelt. Sie können nur die Umwelt schützen, wenn Sie auf die IAA gehen, wenn Sie ein Auto kaufen. Das sagen Ihnen Experten überall. ADAC, alle können Ihnen das bestätigen. Sie haben doch gar keine Ahnung von Autos. Sie kommen mit einem Fahrrad und wollen auf der IAA erklären, wie man die Umwelt schützt. Kaufen Sie ein Auto. Oder aber, wenn Sie etwas tun wollen für den Italiener in Ihrer Straße, der noch kocht, ohne Glutamat und die ganze Grütze, Monsanto-freies Essen, was müssen Sie dann machen? Dann gehen Sie alle 4 Jahre zu McDonald's und ordern das komplette Menü. Aber Sie essen es dann nicht. Sie machen also Ihren Zettel ungültig. Sie kaufen das Menü, das Geld ist in der Kasse und Ihre Protestnote ist, Sie essen es dann nicht. Und da werden die bei McDonald's mal sehen, was Sie davon haben. Solange Sie das Produkt kaufen, hat sich das erledigt. Was Sie dann nachher machen, ist doch scheißegal. Das ist alles, was ich den Wählern sagen möchte. Politische Parteien waren mal eine gute Idee, aber in dem Moment, wo Millionen Menschen ihre Stimme abgeben und die Macht auf einige wenige konzentrieren, geben sie diesen Leuten eine Atombombe in die Hand. Und die können damit nicht umgehen. Und wenn Sie sich die Wahlplakate da draußen anschauen, egal von wem, und du, gemeinsam erfolgreich, dann müssen Sie sich auch die Frage stellen, was ist mit Ihnen los, dass eins dieser Plakate überhaupt noch hängt? Wieso hängen die denn noch? Na, ich kann Ihnen das sagen. Mit Ihnen kann man es machen. Man kann Ihnen diese Scheiße erzählen. Sie wissen nicht, von welchem Erfolg die reden. Aber Sie glauben, jemand muss es... Es gibt diese Person nicht. Der Erfolg ist von keinem spürbar. Es gibt diese Gruppe schon, wo der Erfolg da ist. Aber da gehören Sie nie dazu. Und Sie denken ernsthaft darüber nach, das geringere Übel zu wählen. Und ich habe vorhin mit jemandem gesprochen, der ernsthaft darüber nachdenkt, am Samstag zu einer Veranstaltung zu gehen mit Angela Merkel. Und sich das anzuhören. Um sich dann aufzuregen. Warum? Warum machen Sie das? Warum lassen Sie sich von Peer Steinbrück, einem Mann mit 130-Euro-Krawatten, der sich die Ärmel hochgekrempelt hat und ein Sozialdemokrat dann sein möchte, der sein Geld vor den Banken verdient hat, der 92 Milliarden verbaselt hat als Finanzminister und das der Hypo-Real, warum lassen Sie sich von diesem Mann erklären, wie wir aus diesen Bankenschlamassel rauskommen? Was tut man Ihnen eigentlich in den Tee? Was mir spontan einfällt, da sehe ich nichts auf den Wahlplakaten. Was ist denn mit Eurohawk? Was ist denn mit Eurohawk? Was ist denn mit Plagiatsaffäre 1, wenn Sie sich erinnern wollen? Da war doch was. Plagiatsaffäre 2. Armutsbericht gefälscht. Und da ja noch diese NSA, die läuft ja weiter. Der Verfassungsschutz ist ja damit drin. Und da stellt sich Pofalla hin, den kennen Sie vielleicht gar nicht, und sagt, ich erkläre das für beendet. Und Sie denken ernsthaft darüber nach, dahin zu gehen zu dieser Veranstaltung. Hören Sie auf damit.
Sie sind daran schuld, dass das so weitergeht, weil Sie das bestätigen. Das ist McDonald's. Und wenn Sie dorthin gehen und Ihr Menü kaufen und bezahlen, spielt es keine Rolle, ob Sie es essen. Haben Sie das verstanden? Das ist doch nicht so schwer.